So, da sind wir auch schon wieder im Let's Play. Zunächst möchte ich mich entschuldigen. Und ich suche mal ganz schnell... Oh, lange nicht mehr gespielt. Entschuldigen dafür, dass es in der letzten Zeit so ein paar Probleme mit den Videos gab. Wir haben hier die Wohnung renoviert, also komplett jeden einzelnen Raum. Und das hat dann doch etwas gedauert. Auch hier, da sieht man es gerade am Kompass, ich habe die Texture Packs ein bisschen überarbeitet, ein paar Items rausgeworfen, neue rein. Nur die Rüstung habe ich natürlich noch nicht angepasst, das wollte ich auch noch tun, aber mein Gott. Denn man braucht zwischendurch auch immer mal was Neues. Tret die Tür doch gleich ein, wenn du schon davor ballerst. Boah, ich dachte gerade, das... Da erschreckt man sich, weil sie so aussehen wie Creeper. Die haben nicht mal Arme. So. Wow. Guckst du böse, aber du bist gar nicht böse. Du bist eigentlich eine Pussy. So. So. Jetzt mache ich dich noch platt. Und wir starten wirklich actionreich in diese Folge. Und ich möchte die Zeit nutzen. Ich wurde heute gefragt. Ja, diese Aufnahme ist gerade mal einen Tag alt. Ich wurde gefragt, warum ich denn immer so viel Brot mit mir rumschleppe, dass das doch für ein ganzes Leben reicht. Die Begründung ist ganz einfach, weil ich es kann. Nee, Spaß beiseite. Nö, das ist eigentlich Gewohnheit. Ach, immer viel zu essen mitzunehmen, damit man nicht verhungert unterwegs. Und da war noch eine zweite Frage. Die habe ich jetzt vergessen. Da muss ich kurz nachgucken. Auch mein Gedächtnis, das ist... Die zweite Frage, warum nehme ich keinen Bogen mit? Das hatte ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Bogen sind was für Pussys. So, und wir haben eine Minimap installiert, wie man sieht. Da können wir auch gleich mal gucken. Vielleicht finden wir so endlich den Weg zu unserem Dungeon, den wir jetzt schon so lange suchen. So. Also hier war irgendwo unser Tunnelsystem. Das ist jetzt alles schon wieder bei mir so lange her. Ich kann mich kaum dran erinnern. Kam nicht mal dazu, die letzten Folgen mir anzugucken. Hätte ich theoretisch gestern machen können. Huch! Was war das denn? Haut's mir da... Hä? Hallo? Aber sonst geht es gut. So, ich hoffe, jetzt klappt es. Nee. Hier lang? Doch, da runter, oder? So, und wir müssten ja gleich theoretisch die Glassäulen auf der Karte sehen. Schätze ich mal. Irgendwie so schaffen wir das schon. Wir finden heute den verfickten Dungeon. Also wir haben letzte Mal auf jeden Fall krass dran vorbeigegraben. So, ich schätze mal auf der Höhe oder ein Stück weiter. Gehen wir noch ein Stück weiter. Ich habe gerade irgendwie Gronks Let's Play im Kopf, aber wir haben ja ein eigenes, wir sind ja in einer anderen Welt. Nee, ich habe jetzt die letzten Tage so ein bisschen da wieder mal reingeguckt, muss ja aufholen. Ich bin gerade mal dabei Folge 200 und... Ach Gott. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wie viele Gronk da hat. Dagegen sind meine paar, wie viel habe ich? 428, ja noch Pussy. Ja, ich hätte ein paar Fackeln mehr mitnehmen sollen, aber mein Gott, dafür ist jetzt eh zu spät. Ha. Hallo? Schlucht, da oben sehe ich mein Chef. Hm. Hallo. Hallöchen, ist da jemand? Ich sehe Eisen. Und ich möchte es an mich reißen. Ja? So. Deshalb reißen ich das Eisen aus dem Waisenhaus. Ja, wer klaut nicht gerne Waisenkindern das Eisen? Ja, aber da oben ist jetzt nur ein
Oder ist das da oben der Dungeon? Nee, oder? Ja, es ist. Aber da vorne, guck. Guck da, da ist er. Hm. So, ein bisschen Licht ist immer schön. Gerade im Let's Play und wir brauchen mehr Cobblestones. Reißen wir mal kurz diese Wand hier ein. Es könnte sein, dass gleich ein paar Nebengeräusche kommen. Irgendwie Bohrmaschine, Stichsäge, das übliche halt. Nee, wir sind hier jetzt noch im Renovierungsstress, immer noch im letzten Raum. Und ja, ich muss einfach aufnehmen. Ich habe gar nichts mehr an Folgen. Deshalb muss ich jetzt einfach mal so 5 Folgen hinklatschen. Habe ich wenigstens für die Woche mal was auf Lager. Denn das Let's Play muss ja weitergehen. Geht ja nicht. Wo kommen wir denn da hin, wenn wir jetzt auch noch das Minecraft-Let's Play irgendwie auf die lange Bank setzen? So, dafür gibt es auch dann, sobald ich jetzt wieder richtig starte und alles renoviert ist, gibt es Minecraft-Special. Unser neuer Server, den möchte ich euch kurz vorstellen. Und dazu auch noch gleich ein WoW-Special, wir Raiden Deathwing. Was so? Was denn das schon wieder? So. So, und wenn ihr das jetzt hört im Hintergrund, das ist eine Stichsäge. So. Der ist böse hier, der Stein. Der lässt sich langsam abbauen. Und langsam abbauende Steine sind immer böse. Hm. Hallo. Ist da jemand? Ist da jemand? Hallo. Hallo? Vielleicht hinter dieser Tür? Wah! Waren wir hier nicht gerade schon? Ist irgendwie so friedlich hier. Aber das Gold, das nehme ich jetzt mit. Oh. Ich habe die Farbe so ein bisschen korrigiert. Ich hoffe, nee, man sieht es nicht. Irgendwie kriege ich das nicht hin, dass der Lapis genauso aussieht wie, wie die restlichen Steine. Aber ich bin zumindest dran. Ich probiere mein Bestes. Neue Kohleklumpen. Die sehen so richtig aus wie Kackerhäufchen. Nee, ich habe es jetzt einfach mal gedacht. Ja, komm, das sind jetzt so viele Texture Packs, wo du die Items her hast. Das sieht alles so gemischt aus und das hat gar nicht mehr zueinander gepasst. Und da habe ich einfach gesagt, mit einer Rutsche, nee, jetzt packe ich einfach mal komplett Misas Bilder da rein und dann ist Ende im Gelände. Und wenn ich jetzt noch ein paar Dutzend mal die Frage höre, wo es mein Texture Pack gibt, dann drehe ich durch. Steht sogar unter... Ah! Ja, er wollte es auch gerne wissen. Oder er ist gerade durchgedreht, weil er es halt auch die Frage nicht mehr hören konnte. Nee, es gibt es auf iruini.de immer noch. Einfach mal ein bisschen suchen. So, da gibt es eine Blogsuche. Da sucht ihr einfach nach mein Texture Pack. Und da findet ihr alle Infos. Auch Links zu den Quell-Texture Packs. Nämlich das von Azrit, das von Misa und das Zelda-Texture Pack. Ich müsste da mal ergänzen. Denn ich habe jetzt ja auch noch verschiedene Texture Packs auch noch Mobs geklaut oder genommen. Und die müsste ich jetzt ja auch noch erwähnen. So, das wollte ich nur am Rande erwähnen. In Zukunft werden wir übrigens mal schauen, dass ich langsam iruini.de von einer Let's Play-Seite zu einem Entwickler-Blog entwickelt. Denn ich habe große Dinge vor für dieses Jahr. Nämlich endlich mein eigenes Projekt Yxa starten. Auch gibt es auch ein Video auf YouTube oder auf iruini.de, je nachdem wo ihr gerade seid. Solltet ihr euch unbedingt mal angucken. Ach, Redstone. Das ist jetzt übrigens animiert, das sieht man vielleicht so ein bisschen, das ist toll.
Die Redstone-Textur ist übrigens auch neu. Guckt mal. Habe ich auch von Misa. Da sind jetzt hier solche Schienen mit Punkten in der Mitte. Also ich finde es schön, vielleicht andere nicht. Vielleicht haben auch andere noch eine bessere Idee, was es da gibt. Aber ich finde das ist schon ganz, ganz schön. Was ist hinter der Tür? Ein Enderman. Ich mache ich platt. Das war übrigens ein guter Tipp, Endermans auf die Füße schlagen, das ist doch eine tolle Sache, wie man gerade gesehen hat. Danke nochmal an denjenigen, von dem ich den Tipp hab. Hm. Ob man auf dieser Leiter hochklettern kann? Yay! Nein. Ist die jetzt weg? Oder sehe ich die noch nicht? Habe ich im Inventar oder ist die einfach so weg? Nee, in diesen Holzräumen. Na toll. Danke, Mr. Zombie. Von hier sieht man sie wieder. Von da nicht. Aber wenn ich noch einen Block draufsetze, können wir klettern. So, was ist denn drin? Den Rotz hätten sie auch behalten können. Das will doch keiner. Wir wollen hier einen Kohleklumpen finden. Gibt nur einen einzigen Dungeon und dann finden wir einen Kohleklumpen. Ist ja stark. Naja. Hm, noch mehr Eisen. Zumindest das, was hier noch so nebenbei drin liegt, das ist doch ganz interessant mitzunehmen. So, ich suche ja eigentlich den Raum mit dem Silberfisch-Spawner. Du gehst mal auf den Zeiger da unten, habe ich ja schon erzählt. Haha, in die Lava, poppt. Punkt, wollte ich eigentlich sagen. Oder gepoppt. Aber nicht poppt einfach nur so, das ist ja doof. Als ob ich hier der vorletzte Noob bin. So. Dann kommen wir auch überall wieder hin. Was ist das für ein Raum? Ja. Puh, Sicherheit. Wir verstecken uns hinter dem... Ja. Was bist du denn für einer? Die Fackeln mal wieder reintun. Hier ist Sackgasse. Hier ist... Auch Sackgasse? Ah! Na, ich denke, wir gehen jetzt einfach mal durch die Tür. Ah! Ich denke, wir gehen jetzt einfach mal durch die Tür. Ah! Wa? 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 Ich habe ja irgendwie immer mal die Hoffnung, dass da was anderes hintersteht. Nö. Machen wir uns jetzt einfach. Am Ende werden wir uns übrigens noch ein bisschen Zeug mitnehmen. Da unten geht es unter Wasser weiter. Na, da wird wohl auch nichts sein. Ah, ich kann kaum die Maus bedienen. Ich habe mir ja ein Messer in die Hand gerammt. Beim Tapetenschneiden. Ich meine natürlich beim heldenhaften Kampf gegen bösartige Monster und Bestien der Unterwelt. Und ja, naja, es tut weh beim Auflegen. Hallo, Mr. Zombie. Ah, ist das der Standardtextur? Nein, natürlich nicht. Standard-Misa-Textur, so kann man sagen. Jede Menge Gold. Wenn ich mich nicht irre, dann brauchen wir auch Gold, weil wir waren ja dabei, uns eine neue Minecart-Strecke zu legen, die auch irgendwann mal fertig werden soll. Waren wir hier schon mal? Ach so, das ist der Raum. Der sinnvollste Raum der Welt. Ich bin übrigens auch am Überlegen, ob wir mal ein, zwei Aufnahmen im Creative Mode machen sollen.
Oh Gott, ein Creeper-Zombie. Ein Creeper-Zombie. Mach doch die Tür zu. Geht doch. Ah! Was ist denn für eine Tür? Hier ist auch Sackgasse. Nee, also im Creative Mode, da könnten wir vielleicht mal was ein ganz großes Gebäude für die Stadt bauen, für das wir sonst quasi ewig farmen würden. Das wäre mal meine Idee. Zum Beispiel einen Riesenturm oder vielleicht einen Monsterhäcksler. Den kriegt man ja auch im Creative Mode eigentlich recht flott hin. Das wäre halt fürs Let's Play tragbar. Obwohl Monsterhäcksler, ich denke mal, davon habt ihr jetzt auch schon genug gesehen auf YouTube. Gibt es ja einige. Und meine sind im Endeffekt auch nicht anders als die von anderen, denn... Mein Gott, die Ideen. Es ist halt immer das gleiche Prinzip. Monster spawnen in dunkler Ecke, fallen irgendwo runter, vom Wasser getrieben, landen in Lava, sterben und Items fallen runter. Guckt euch meine Let's Show an, da seht ihr einen. Also wenn ihr mal Lust auf was Großes habt, dann könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben. Ja komm, mach mal eine Hour, mach mal eine Session hier, Creative Mode. Und dann lasst uns mal was Großes bauen. Nein! Scheiße. So. So. Und jetzt werden wir auch mal die erste Folge unterbrechen. Jetzt mache ich wieder 15 Minuten momentan, weil ich halt ein bisschen in Zeitnot bin.